Ne? Dann stelle ich das jetzt hier hin. Drohnen öffnen, Drohnenstation. Logistik. Eine Leiterplatte brauche ich für eine Drohne. Anweisungen. Ah, jetzt geht's los. Färben wird überbewertet. Grau ist die Macht. Yoda, ich wäre jetzt schon so gerne grau oder weißhaarig. Aber meine Mutter ist erst mit, keine Ahnung was, 70 wirklich ein bisschen grau geworden. Ich habe nicht irgendwie so groß die Gene, glaube ich, für grau oder weiße Haare. Aber ich fände es mega, wenn es wäre. Die guten alten Zeit bei der Marine, den UO auf der Gorge Fock noch gemacht. Ach, teilgerührter Ruf. Ich bin schon grau. Schack, bist doch noch so jung. Du hast auch schon graue Haare. Ich habe auch eine Freundin. Die ist auch schon richtig grau. Die ist auch, die ist so 2-3 Jahre älter als ich. Sven färbt nur ihre Haare, damit man die grauen Haare nicht sieht. Das ist bei mir so. Mhm. Sei froh, ich bin mehr grau wie farbig. Finde ich aber cool, Yoda. Oder? Finde ich aber cool. So, was macht denn der jetzt? Baue eine oder mehrere Drohnenstationen. Ach du Scheiße, auch noch mehrere. Stelle eine oder mehrere Drohnen her. Öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistiksystem geliefert oder nachgefragt werden soll. Die Drohnen werden gelieferte Objekte in Inventaren transportieren, die diese Objekte anfordern. Drohnen können keine Algen oder Gemüse sammeln und funktionieren nicht, wenn der Strom ausfällt. Das war meine Frage gewesen. Keine Algen und Gemüse sammeln. Ach, für die Algen hätte ich es aber gebraucht. Scheiße. Na gut, dann macht es aber wenigstens alles andere. Sie ist auch 29, ja, also 31. Sie ist ja 2 Jahre älter als ich, Shark. Ich habe einen weißen Bart, wenn ich schon wachsen lasse, zählt das auch? Ja, du bist deine Weihnachtsmantage, ja. Ich sage immer, dass je grauer ich werde, desto weiser bin ich. Ja, genau. Du bist Racker der Weise. Okay, nochmal, hab mich vertippt. Die 2 grauen Haare, das ist Kunst. Bound Prick. Hallo, Dike! Na, alles klar? Hab keine grauen Haare, diese Gene habe ich nicht bekommen, ja, siehst du. Ach, krass. Keine Algen und Gemüse. Aber wie das Ganze dann funktioniert, gucken wir dann einfach mal. Wir haben ja eine Leiterplatte hier am Start. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Wir haben ja eine Leiterplatte am Start. Bin gerade aus dem Bett. Sehr schön, Dike. Gönn dir. Gönn dir, wenn du kannst. Blended Crafter habe ich schon was verpasst. Ach, du kannst... Wir können so viel herstellen. Wir können so viel machen. Wir werden wahrscheinlich heute gar nicht fertig, Dike. Es ist so viel passiert. Ein Raketentriebwerk und Eisen. So, eine machen wir uns mal zum Test. Ups, das ist Eis. Eine Drohne machen wir uns mal zum Testen. Und dann mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Das wird unser erster Knecht. Unser erster Knecht. Kann ich ihn auch dann benennen? Errungenschaft freigeschaltet, Logistik. Na, das ist doch schon mal schön. So. Drohne T1. Und die Drohne kommt wo rein? Bleibt die jetzt da drin, oder was? Huch! Hä? Anfrage? Angebot. Warte mal kurz. Prio gibt's sogar.
Nachfrage ange... Ach, du heiliger Strohsack. Also, wenn ich jetzt sage... Ich brauche... Wir probieren es erstmal aus mit Eisen. Kann ich noch mehr auswählen, oder was? Das Spiel wird ja langsam richtig kompliziert. Also ich finde auch mal, Viva, es ist unglaublich, wie viel Content in diesem Spiel schon steckt. Ist heute ein komischer Stream. Hier geht es um Stoff, Pilz und Gras, sucht Cezano. Also ich guck mal, was brauche ich? Na? Das brauche ich auch ganz dringend. Das könnte noch voll werden. Aber wieso er... Okay, entweder verstehe ich es gerade nicht. Algen konnte er doch gar nicht besorgen. Aber Willi, Algen ging noch gar nicht. Und warum kann ich jetzt hier Algen anwählen? Oder ich verstehe es gerade noch nicht. Ist ja nicht schlimm. Brio 1. Oder muss ich das bei Angebot machen? Wie die Drohne findet keine goldenen Kills. Und was mache ich jetzt? Also das hätte ich gerne. Das ist das, was ich gerne hätte. Kann ich noch mehr auswählen? Ach du Scheiße. Oder muss ich das bei Angebot machen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jetzt bin ich ja wieder rausgegangen, ne? Baue ein oder mehrere Drohnenstationen. Stelle ein oder mehrere Drohnen her, haben wir gemacht. Öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Ach, hier, Vorräte. Nachfrage. Drohne 1. Und wie kann ich... Und wo muss ich die jetzt hinsetzen? Weil soll ich sagen, Algen? Jetzt habe ich 0 Drohnen. Drohnen verfügbar 0. Ich kann die Drohne ja auch nicht antippen. Hier kann ich sie herstellen. Und hier kann ich sie reinsetzen. Aber wie... Na, jetzt ist die da drin. Und hier sagt er mir, eine Drohne ist verfügbar. Aber 0 Drohnen, Angebot, Nachfrage. Vorräte, anspruchsvoll, Nachfrage. Öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie die Objekte automatisch verschieben möchten. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der in das Logistiksystem geliefert oder nach... Ach so! Nee, warte mal. Ich muss dort... Kann es sein, dass ich hier Dinge reintun muss und der sortiert mir das dann ein? Dass der mir das nicht holt irgendwo auf der Insel, sondern ich muss es besorgen, da reintun und er bringt es dann weg. Ganz ungeduldiger Zuschauer auf die Frage wartet. Baumbrick. Das könnte sein, ne? Wie, nee. Warum nein? Nee, da passiert auch nichts.
Vorräte liefern, Angebot, Honig. Hä? Doch, ich glaube, das ist so. Ja, nee, ist klar. Doch, ich glaube, das ist so. Wir probieren mal was aus. Ah, nee, warte mal, Eisen. Das könnte sein, dass wir diese Drohnenstationen überall auf der Karte aufstellen müssen, dann unser Inventar reinpacken, während wir unterwegs sind, und die Drohne bringt es zu uns nach Hause und wir haben wieder freie Tasche. An den Schränken, sagst du? Ach, scheiße. Also hier muss es rein. Hier muss das da rein. Und raus? Gar nichts. Alright! Marco Steinke hat jetzt auf YouTube abonniert. Dankeschön. Sau lustig. Ab und zu kommt der Alert, ab und zu nicht. Gleich klingelt's ja. Das war schon mal richtig. Aber er macht noch nichts. Quasi muss ich jetzt hier überall Eisen. Aber warum kann ich dann so viel auswählen? Und warum Angebot? Und was hat die Brio damit zu tun? Hallo YouTube. Gino Mischa, hallöchen, wie geht's dir? Servus. Ach, in der Station, genau, in der Station muss ich Angebot erstellen. Hier soll ja nichts rein. Angebot. Ah, du kannst nur entweder oder machen. Okay, ich verstehe es aber trotzdem noch nicht. Wo soll ich denn die Drohne hin tun? Habe ich noch nicht gecheckt jetzt, ne? Was Angebot bei den Auto? Was? Das ist der Drohnenparkplatz, genau. Aber ich. Die Drohne muss doch irgendwann loslaufen. Schau mal, ob du bei den meinen Angebot einstellen kannst. Und die Station ignorierst du erstmal. Lass die Drohne frei droppen. Ach so. Drop it like it's hot, oder was? Siehst du, sie wieder drin. Sie ist selber in ihr Häuschen gehuscht. Und was soll ich machen? Was ist denn meinen? Ach, bei den meinen! Ach, da kann ich auch einstellen? Meinst du? Ach, lol. Okay, warte. Dann muss ich ja hier machen. Hier muss es rausgemacht werden. Das da. Na, so. Das muss rausgemacht werden. Ach du Scheiße, jetzt wird's kompliziert.
Nee. Das ist auch wieder falsch, oder? Kommt das jetzt nach oben oder nach unten? Nee, das kommt dann rein. Oh Gott! Der holt was! Der holt was! Das ist mein Schwibbelschwabbel! Und jetzt, Achtung, jetzt geht's rund. Mein Schwibbelschwabbel! Und jetzt mache ich hier wieder rein, push. Und hier auch rein, push. Und wenn es hier leer ist, auch wieder rein, push. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Hose runter und Butter bei die Fische. Wer von euch Schweinebacken hat den Schnee hierher geschickt? An den Mist nicht gebrauchen. Ach du Scheiße, Racker. Hab ich's? Jetzt bin ich gespannt, ob der das weitermacht. Steffen hat gerade auch Phänomen, fährst daheim, dann habe ich so Hannes vor mir, wo 70 statt 60 werden. Matze, es ist eine Not. Schrank Prio 1. Ich würde... Wie viele Prios gibt es denn? 5. Okay. 5. Ich bin aber gerade wirklich verwirrt wegen Algen. An der Station solltest du Nachfrage aber ausmachen. Warum? Sonst holt er das doch nicht ab. Ist schon richtig. Priorität ist für fortgeschrittene Drohnenanwender. Schwibbelschwabbel. Jetzt ist er fertig. Guck, jetzt ist er fertig. Aber Schwibbelschwabbel, ich will es doch noch in meine Dingsbumse tun. Guck, es geht nicht, was ich vorhatte. Was macht Chefin, wenn alles automatisch läuft? Dann fliege ich nur noch umher, Schark. Vielleicht doch die Prio? Bald spielt er den So Planet Crafter, Drohnen machen Arbeit, na, die legt die Füße hoch, genau, Matze. Ja, aber er muss ja erstmal die Sachen hierher bringen, um die dann wieder wegzutransportieren, Talgero. Und das macht er aber nicht. Er tut das jetzt vollladen. Aber er tut das da nicht umladen. Warum? Heißt es, ich muss dann, das fände ich aber blöd, dann jedes Mal wechseln zu müssen? Also jetzt macht er ja Nachfrage. Und dann muss ich jedes Mal wechseln oder was? Weil jetzt bringt er sie weg. Oh, das finde ich aber blöd. Aber das ist scheiße gemacht. Wo ist er denn jetzt hingefahren? Doch, da ist er. Ach, der kann schön durch die Wände. Boah, was das kommt. Also das finde. Das heißt, du musst jedes Mal. Du musst warten, bis das hier voll ist. Und dann musst du es ändern. Dass er nicht mehr holt, sondern dass er bringt. Hallo Zeitdieb, guten Morgen. Wie geht's dir? Planet Crafter für alte Leute. Hallo Chris, herzlich willkommen im Chat. Servus. Was im Drohnenport? Angebot im Schrank? Nachfrage. Ja, das habe ich gemacht. Nee, Angebot soll ja nicht raus im Schrank. Soll ja eingelagert werden.
Also jetzt ist es schon richtig, nur dass man da immer wechseln muss, dass das einmal holt, einlagert bei sich und dann wiederum wegbringt. Weil das ist Drohne T1. Es gibt ja irgendwann, also jetzt in diesem Update nicht, aber es gibt ja, kommt ja irgendwann auch noch Drohne T2 und Drohne T3. Und die können das dann wahrscheinlich besser organisieren. Kann es sein, dass du die Drohne in einen Schrank packen kannst? Also ich habe sie ja gerade gedroppt und sie ist wieder hier reingegangen. In den Containern dort kommen nur Drohnen, keine Materialien. Ja, er hat die aber da jetzt eingelagert, ne? Und er bringt die auch gerade weg. Vorne oben links, herzlich willkommen im Chat. Du hast die Materialien, haben doch nichts im Drohnenport verloren, aber er hat die da reingebracht. Oder eine Drohne holt und eine Drohne bringt. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nee, das geht auch nicht. Und das geht eben nicht, Willi. Du kannst nicht gleichzeitig sagen, Osmium-Nachfrage und Osmium-Angebot. Es geht nicht beides. Ich kann jetzt wieder machen, Nachfrage. Genau, hier holt er sie raus. Das hat er einen Moment gebraucht anscheinend. Also, hier holt er sie raus, dann bringt er sie da rein. Es ist schon alles richtig. Es kann wirklich sein, dass ich vielleicht zwei Drohnen brauche. Weil im Moment sagt er mir... Nee, ich habe immer noch eine Drohne. Er sagt nicht, ich habe eine Drohne für Angebot und eine für Nachfrage. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistiksystem geliefert oder nachgefragt werden soll. Nee, das ist schon richtig. Das ist das Logistiksystem. Das ist das Drohnensystem. Das wird dort erstmal eingelagert. Die Drohnen werden gelieferte Objekte in Inventaren transportieren, die diese Objekte anfordern. Drohnen können keine Algen oder Gemüse sammeln und funktionieren nicht, wenn der Strom ausfällt. Das ist ja nicht der Drohnenport. Das ist das Logistiksystem. Nennt sich auch so. Nee, Drohnenstation nennt sich's. Warum habe ich dann dafür eine Errungenschaft bekommen? Aktiviert das Logistiksystem und ermöglicht die Erstellung von Drohnen. Nee, das ist auch, das ist richtig. Das ist beides. Weil hier kannst du ja auch Drohnen erstellen und er lagert auch noch ein. Das ist schon richtig. Ja, aber eine Drohne kann nur eine Sache machen. Ich weiß nicht, ob ich noch was anderes einstellen kann, wenn ich noch eine Drohne habe, dass ich dann in dem Moment auch sagen kann, dann bring's auch gleich weg. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Im Moment, vielleicht kann die T2-Drohne dann beides, aber bis dahin wirst du eine zum Holen und eine zum Bringen nutzen müssen. So sieht's aus, Jetta. Genau das sage ich. Die Drohne in einen Schrank packen. Mache ich auch gerne für euch, na klar. Kann ich machen. Dann holt es aber wahrscheinlich nichts mehr, oder? Richtig, Chatter. Logistiksystem, also Amazon. Weil wir haben ja hier noch ein Nupsi. Jetzt erstelle ich noch mal eine. Und dann gucken wir mal. In den passenden Schrank? Nein, das wäre viel zu kompliziert, Algero. Das wäre viel zu kompliziert. Dann brauche ich ja für jeden Schrank eine Drohne. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Musst es aber nicht ganz einlagern, wenn ich das richtig verstehe, dass du da anforderst, was du brauchst, dass du nicht zum Schrank laufen musst. Ich muss es nur vorher am Schrank aktiviert haben, Chino, ne? Guck! Du kannst ihn nicht in den Schrank packen. Das funktioniert nicht. Der braucht schon seinen Platz zum Leben. So, sein Platz zum Leben. So, Eisen. Also quasi muss ich jetzt an jeden Schrank dieses Zeichen ändern, damit die Drohne, damit ich nur noch zur Drohnenstation gehen muss und wenn ich was brauche, weiß er sofort, wo es hingehört. Das muss ich einmal an jedem Schrank machen. So, wir bauen jetzt noch eine Drohne. Jetzt habe ich zwei Drohnen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt auch sagen kann, nee, geht nicht. Also du kannst nur nachfragen oder an Angebot. Geht nur einmalig. Geht nicht beides. Geht nicht beides, Leute. Das habe ich ja schon gemacht, Gino. Ich habe ja schon am Drohnenport mal nichts eingestellt und da hat er ja nichts gemacht. Und erst als ich am Drohnenport was eingestellt hatte, dann ist er losgerödelt. Wenn du einen Schrank nutzt, der weder Angebot noch Nachfrage ist, wird sie eh nicht fliegen. Richtig, Tagero. Deswegen muss ich erstmal an jeden Schrank gehen und sagen, Input. Ich glaube, Chefin checkt nicht, was wir wollen. Ja, das kann sehr gut sein, dass wir aneinander vorbeireden. Eine zweite Logistikstation, richtig, das wäre noch eine Überlegung, Jetta, ja. Es kann sein, dass ich dich nicht verstehe, Tagero, ja. Eine Drohnenstation ist nur das Symbol, weil es alles Erstellte hat. Verwirrt. Das würde bedeuten, zum Beispiel hier, Input Titan. So. Input Titan. Na, das ist die Geschichte, die die Drohne braucht, damit die funktioniert. Sonst weiß ja die Drohne nicht, dass da Titan rein muss. Und das muss ich jetzt quasi an jedem Schrank machen. Gemüse wird nicht transportiert, aber das kannst du auch einstellen. Ja, vielleicht geht's im Moment Zeitdieb, ne? Genau, und die Schränke gehört die Drohne nicht, ne. Ja, das hat Tagero aber wahrscheinlich gerade nicht gesehen, Bauernbrück. Ich hab's ja gerade ausprobiert, die Drohne in den Schrank zu tun, aber dann geht sie nicht. Deswegen mache ich's ja nicht nochmal, weil wieso soll ich nochmal denselben Trick oder dieselbe Geschichte machen? Habe ich ja gerade gemacht, geht nicht. So. Superlegierung. Ich stelle das jetzt alles mal so ein, wie ich denke, dass es richtig ist. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Riegel. Ich bin auf einen richtigen Riege, Leute. Genau, Zeitdieb, ja. Finde die Übersetzung auch ein bisschen unglücklich mit Angebot und Nachfrage, ja. Ja, Input, Output halt, ne? Hallo, Kati! Moin, wie geht's dir? I'll be back! Maria! Maria, helf mir mal mit der Drohne. Ob ich auf dem richtigen Riege bin? Toilettentieftaucher im Mahlzeit, mach an der Drohnenstation Angebot und Nachfrage leer. Ja, aber dann macht er ja nichts mehr. Endlich wieder mal am Stammtisch! Lena, Endgame! Wie geht's dir?
Genau, wir müssen anstoßen. Lina! Da muss ich aber gleich mal auf den Arme. Klum! Muss ich gleich auf den Arme, Lina. Es treibt. Die Drohnen bringen das direkt in die Schränke. An der Drohnenstation wird nichts eingestellt. Und warum macht er das nicht? Flatterdarm, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Stammtisch. Muss ja gleich die Popodröte aktiviert werden. Oh, Lina, das freut mich. So sieht's aus, Lina. Sehr gute Verdauungsprobleme, sehr schön.